Darf es noch etwas sein? Genau, diesen Satz wollen Luna und Nina in ihrem Café nicht sagen. Denn ihr Konzept ist einfach anders. Bei uns zahlt man für die Zeit und nicht für die Sachen, die du sonst so konsumierst. Ne? Also wenn du sonst für jeden einzelnen Cappuccino zahlst, dann geht es eben bei uns um die Minuten. Das heißt, du zahlst 5 Cent für jede Minute und kannst in diesen ganzen Minuten so viele Cappuccinos trinken, wie du magst in dem Sinne. 5 Cent die Minute, also 3 Euro die Stunde und höchstens 15 Euro am Tag zahlen die Gäste für Trinken und Essen. Denn neben Kaffee und Co. gibt es, je nach Tageszeit, ein kleines Buffet. Und auch das ist im Preis mit inbegriffen. Also bei uns können die Gäste natürlich essen, was auf dem Buffet steht, aber es kann sich auch jemand was Eigenes mitbringen. Zum Beispiel was zum Aufwärmen oder was zum Frischmachen. Und dann haben wir hier nämlich verschiedene Geräte, zum Beispiel einfach eine Mikrowelle oder den Toaster und auch sonst noch ein Panini-Maker. Das geht dann auch ganz schnell. Luna und Nina wollen mit ihrem Konzept vor allem Freiberufler ansprechen, die sonst nur von zu Hause aus arbeiten. Die Kaffeebetreiberinnen sind nebenbei auch selbstständig. Gemeinsam haben sie eine Beratungsagentur. Wenn nicht so viel los ist, können sie in Bekech auch an ihren anderen Projekten arbeiten. Hier finde ich nett, dass ich eben nicht so einen Druck habe, dann nochmal was zu bestellen oder mich schlecht fühle, weil ich irgendwie nur einen Kaffee trinke. Wir sind hierher gekommen, um zu arbeiten, und zwar, weil ich das Konzept hier schon kannte. Also ich habe das in Russland kennengelernt. Also zum Arbeiten lieber so wie hier und zum so mal einen Kaffee mit Freunden trinken gehen natürlich nach wie vor ein normales Kaffee. Ja, also bis jetzt gibt es hier halt noch nicht so viel Auswahl, deshalb. Aber das kommt bestimmt noch. Wer einen ganzen Tag im Bekech bleibt, zahlt höchstens 15 Euro. Aber kann sich das wirklich rentieren? Wir sprechen mit Caroline Meckers. Sie betreibt ein Café in der unmittelbaren Nachbarschaft. Wie steht sie zum Konzept der beiden Jungunternehmerinnen? Ja, ich finde das nur schwierig eben mit der Kalkulation oder ob das tragfähig ist. Das kann ich total schwierig halt einschätzen. Ich halte es für kritisch. Nina und Luna aber haben ihr Konzept genau durchgerechnet. Das Ziel ist, dass die Gäste hier verweilen, dass sie sich hier wohlfühlen und dementsprechend auch länger bleiben. Dann wird sich das schon rentieren. Ob wir Angst haben? Naja, wir gehen nicht davon aus, dass die Mehrheit der Leute hier reinkommen, schnell einen Espresso trinken und nach 2 Minuten wieder raus sind und dafür nur 10 Cent zahlen. Wenn die beiden recht behalten und ihr Konzept aufgeht, dann eröffnen sicher auch in Hamburg, München und Köln bald Anti-Cafés nach Berliner Vorbild.